wenn Majorchen auch eine olle Zicke ist. Dafür ist er aber immer pünktlich wie ein Maurer. Na, was sag ich? Wenn man vom Teufel spricht, ist er nicht weit. Meine Süße, hast du auch ordentlich eingeheizt? Bei dir ist das immer so vornehm unterkühlt. Du hast ja wohl die aufsteigende Hitze, dass du immer so schwitzt. Oder ist das nur dein dickes Fell? Aua! Das Entzücken der Stühlchen ist ja immer noch nicht repariert. Henne, setz mich hier rüber. Oh, hier zieht's ja so mächtig. Die Tür quietscht auch, hast du gehört, ja? Oder hast du etwa Mäuse? Siehst du, ich wollte doch heute mal ein Kännchen Öl mitbringen und dir alles mal einölen. Jetzt trink deinen Kaffee, aber bekletter mir nicht wieder meine gute Decke. Mein Gott, Henne! Du weißt doch, dass ich mit meinem nervösen Magen keinen Eiskaffee vertrage. Eiskaffee? Der ist ganz heiß. Haha! Weil du mit deinen dritten Zähnen das nicht merkst. Hier hast du neuen. Das ist wohl jetzt Tee, ja? Ich meine ja nur, weil er so schön dünn ist. Das ist Kaffee. Und zwar genau die richtige Stärke. Oder willst du noch verdrehter werden, als du sowieso schon bist? Verflixt, jetzt hab ich mir doch die Zunge verbrannt. Wo bleibt denn die Sex-Oma heute wieder? Was denn für eine Sex-Oma? Na, die alte Nassen, meine ich. Die Inge wird wohl noch beim Restaurieren sein. Bin ja gespannt, ob die es heute geschafft hat, sich auf 60 runterzuschminken. Du hast Glück, dass du heute einen Faltenrock anhast. Der passt sehr gut zu deinem Gesicht. Ich gehe bei Kerzenlicht noch weg für eine 40-Jährige. Im Gegensatz zur Nassen, die sieht doch heute schon aus wie eine alte Ruhe. Ruhe! Sie kommt. Denn ihr habt doch nicht etwa schon ohne mich großes Pionier-Ehrenwort. Das ist nicht meine Schuld, bitte nur halb voll. Ich fahre also los. Du meine Güte, siehst du heute schlecht aus, Margotchen. Hat die sich schon wieder liften lassen? Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ich fahre also los und da steht dieser junge Mann da. Und halb. Kann ja nur ein Wahnsinniger gewesen sein. Nein, keinen Kuchen. Ich bin doch wieder auf Diät, ja? Wo war ich stehen geblieben? Bei irgend so einer Pfeife. Ach was, ein Stückchen esse ich. Ich habe ja nicht diese Anlage zum Dickwerden wie die da. Zu süß, sag ich euch. So, wie schmeckt das? Hennelein. Kennst du den Unterschied zwischen dir und deiner Sahne? Nein. Oh, da gibt's auch keinen, meine Kleine. Wir haben nämlich beide einen Stich. wo war ich stehen geblieben? Ach ja, ich sprach von... Von diesem Trottel. Die redet doch immer dasselbe. Du musst lauter sprechen, die hört doch ein bisschen schwer. Augen hatte der. Ich hätte mehr auf den Blinden getippt. Und wenn die noch so giftet, seine Augen waren feilchenblau. Das wird der Suffkopf von ihm angewiesen sein, der hat öfter mal ein Feilchen. Er kam mir nach, auf einem Motorrad, bitte mal die Milch. Der hat sich doch hoffentlich nicht umgedreht. Für so einen jungen Menschen kann das ja ein Schock fürs Leben sein. Dingsbums rausgenommen und mir einen reingedrückt.
vorbei und wein. Sag uns die genaue Uhrzeit, du wirst Schwester teilen alles. Um 15.36 Uhr hat mir ein entzückender junger Mann einen Stempel reingedrückt, weil ich mit 70 gefahren bin. Sie meint mit 80. Nö, lass mal, heute sieht sie wirklich 10 Jahre jünger aus. Mit der scheußlichen Perücke? Ich möchte wissen, wo die Dinger mal hier hat. Wieso scheußlich? Ich kann mich erinnern, 1952 sah die sehr ordentlich aus. Sag mal, ist die eigentlich immer noch mit diesem entsetzlich dicken Pummel zusammen? Pummel? Ich habe einen Cocker Spaniel und keinen Mops. Sie meint ja auch den anderen Mops, mit dem du immer zwischen Frühstück und Gänsebraten hattest hier. Schwermann oder so hieß er. Ach, der. Ja, das waren Zeiten. Wir waren ja beide ein bildschönes Paar, wie Lilian Harvey und Willy Fritsch. Mehr wie dick und doof. Hör mal zu, du kleines Kellerkind. Es kann ja nicht jeder wie du mit einer bunten Kittelschürze über die Bühne stolpern und das Publikum anpöbeln. Früh um 4 Wecker bimmelt, da musste ich raus. Das war mein größter Erfolg. Was denkst du, wie die Leute getobt haben? Na, Kunststück, ja. Wenn die so ungekonnt über den Schrupper stolperten. Inge, du warst für mich sowieso nie eine Sexbombe. Nie ein Blindgänger. Hätte man der ja auch kaum gegeben, weil es der weiter oben mangelt. Was heißt der weiter oben, ja? Du hättest doch nie gewagt, die Maria Stuart zu spülen aus Angst, dass bei der Enthauptung vor Wut jemand so richtig zuschlagen könnte, nicht? Och, du hast dich ja jahrelang hinterm Rundfunk verkrochen, aber ich habe Lieder von Tucholsky gesungen. Aber der sich nicht mehr wehren kann. Ja. Du sei bloß still. Ich habe schließlich hinter der Bühne gestanden, als du deine ordinären Gassenhauer grölltest und der Feuerwehrmann mit der Spritze angerast kam, weil er dachte, es hätte jemand Feuer geschrien. Ihr alten neidischen Schachteln. Ich war x-mal Fernsehliebling. Na, Kunststück. Die konnten doch nicht jedes Mal den Heinz Florian nehmen, nicht? Seht ihr die Säcke da hinten? Die haben mir meine Fans voll gemacht. Die schreiben mir heute noch. Das weiß doch jeder, wie lange heutzutage eine lumpige Postkarte unterwegs ist. Jetzt reicht mir das aber, ja? Inge, du hast dein Leben lang doch nur ein bisschen mit dem Hintern gewackelt. Und du, Margot, du hast da auf alle Provinzbühnen My Fair Lady zur Männer gemacht. Aber ich habe hier entertainert, moderiert, gesungen und so, ja, gesteppt, ja. Ja, stimmt. Die Leute haben geglaubt, wir haben Elefanten im Programm. Dass die Bühne das überhaupt ausgehalten hat, ne? Wieso hat sie doch gar nicht? Die mussten doch ihretwegen einen neuen Friedrichstadt-Palast bauen. Jetzt ist Schluss hier. Wenn ihr so gemein seid, braucht ihr mein Kuchen nicht zu essen und meinen Kaffee zu trinken und überhaupt verschwinden. Sucht euch eine Gesellschaft, die besser zu eurem miesen Charakter passt. Oh, die ist aber schnell eingeschnappt. Na, wir haben doch gar nichts gesagt. Ach nein, ja, Hennelein, bei dir ist doch immer so wahnsinnig gemütlich. Ja, nun sei doch kein Mimöschen, ja? Wir müssen doch jetzt die Girl-Reihe probieren für die französische Nacht in unserem Feierabendheim. Ja, ach, nun komm doch schon. Schlankerchen, mein Dünnerchen. Na gut, überreden. Also bitte, junger Mann, ja? Aber hübsch